Er war gestohlen und mehr als 1000 Kilometer unterwegs. Nun ist der Schriftzug Arbeit macht frei aus dem KZ Auschwitz wieder da. Das I von frei blieb am Tatort zurück. Die drei Wörter sind geteilt. Doch eines der wichtigsten Symbole für das berüchtigte NS-Todeslager wird seinen alten Platz wieder einnehmen können. Am Eingang der heutigen Gedenkstätte bei Krakau. Eine Erleichterung auch für die Angestellten des Auschwitz-Museums. Als wir erfahren haben, dass dieser Ort des Gedenkens geschändet wurde, da konnten wir es nicht fassen. Wir waren sehr zornig und traurig, doch wir mussten wieder an die Arbeit. Heute sind wir alle sehr erleichtert. Wszyscy pracownicy czują ogromną ulgę. Seit dem Diebstahl stehen die Gäste vor einer Kopie des menschenverachtenden Schriftzuges. Keiner von ihnen kann die Tat verstehen. Nur ein Idiot konnte so etwas tun, an so einem Ort. Ich weiß nicht, wie man so etwas machen kann. Vielleicht wussten sie nicht, was hier während des Krieges geschehen ist. Tatsächlich sind die Diebe gefasst und sie wussten Bescheid. Laut Staatsanwaltschaft wollten sie den Schriftzug im Auftrag eines Ausländers stehlen. Für weniger als 5000 Euro überwanden die vorbestraften Männer den Stacheldraht. Alle wurden bereits wegen Diebstählen verurteilt. Alle waren Polizei bekannt. Die Suche nach den Hintermännern läuft und auch die Debatte um die Sicherheitsvorkehrungen in Auschwitz. Der Schriftzug soll bald wieder an seinen alten Platz kommen, nach Möglichkeit bis zum Jahrestag der Lagerbefreiung am 27. Januar.